Hallo Schachfreunde, die Weltmeisterschaft 2016 hat begonnen, die ersten beiden Runden sind gespielt. Magnus Carlsen hatte Weiß in der ersten Partie und es ist immer so eine Frage, ist das nun gut oder schlecht, ob man in der ersten Partie bei einer Weltmeisterschaft die weißen Steine hat. Ich bin der Meinung, es ist eher ein Nachteil, denn in den ersten Runden, in der ersten Partie vor allen Dingen, da wird ein bisschen abgetastet, da wird nicht direkt aggressiv auf Gewinn gespielt und da will man doch eigentlich lieber die schwarzen Steine haben, um eventuell bereits in der zweiten Runde loszulegen. Aber gut, ein Mittel und ein Rezept, das haben wir schon bei Kramnik gesehen gegen Kasparov, das ist es, mit Schwarz Remis halten und mit Weiß versuchen, Druck zu machen und zu gewinnen. Wie gesagt, in der ersten Partie, da hatte Magnus Carlsen die weißen Steine und zog hier den Bauern nach D4. Eine, ja, kleine Überraschung für einige, denn viele hatten damit gerechnet, dass Magnus hier direkt den Bauern nach E4 zieht. Vielleicht ein Berliner aufs Brett kommt, aber naja, D4 ist kein schlechter Zug, absolut vollkommen in Ordnung, da kennt er sich auch mit aus und Kajakin antwortete hier mit Springer auf F6, auch ein guter Zug. Und Magnus, der packte bereits hier eine kleine Überraschung aus und zwar den Läuferzug nach G5. Die Trompowski-Eröffnung, ein sehr seltener Gast bei, ja, Turnieren will ich mal sagen, auf höchster Ebene in Weltmeisterschaftskämpfen sieht man das auch schon recht selten. Und Schwarz hat bereits jetzt die Möglichkeit, die Richtung der Partie zu bestimmen. Kajakin, der zog hier den Bauern nach D5 und das gilt als die wirklich solideste Fortsetzung innerhalb des Trompowskis. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mittels G6 hier für Komplikationen zu sorgen, ein sehr dynamisches Spiel aufs Brett zu bekommen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, mittels E6, gefolgt von E4 und H6, eine sehr asymmetrische Stellung aufs Brett zu bekommen, in der beide Seiten wohl sehr gute Chancen haben, in Vorteil zu kommen. Das Spiel gestaltet sich nach dieser Variante sehr, sehr inhaltsreich und das Ergebnis scheint mir in solch einer Variante doch ziemlich offen. Es würde beispielsweise hier einfach der Springer genommen werden, die Dame schlägt zurück und wir sehen, dass hier auf dem Brett recht schnell ein Kampf entfacht werden könnte. Aber so kam es nicht in der ersten Partie, da will man sich ja ein bisschen rantasten an den Gegner und da spielt man meist immer sehr solide Züge und hier hat sich Kajakin, wie gesagt, für den Zug D5 entschieden. Es ging nun weiter mit dem Bauernzug nach E3, nichts Aufregendes, alles noch Theorie, C5 wurde gespielt, Läufer schlägt F6, G schlägt F6 und D schlägt C5. An dieser Stelle hatte Weiß natürlich auch die Möglichkeit, einfach den Springer nach C3 zu ziehen. Und hier haben wir im Prinzip einen Chigorin auf dem Brett, eine Chigorin-Verteidigung mit verkehrten Farben, sprich Weiß spielt hier den Chigorin. Aber auch das hat dem Weltmeister nicht zugesagt. Er bleibt hier seiner Linie treu, nimmt den Bauern auf C5 raus und nun Springer auf C6. Auch das, wie gesagt, ist ein ganz normaler Entwicklungszug. Allerdings gibt es hier auch Möglichkeiten, die Partie in andere Gewässer fahren zu lassen. Und zwar mittels des Zuges E6. Der ist überhaupt nicht schlecht. Hier könnte es weitergehen, beispielsweise mit Springer auf F3. Kurz anmerken möchte ich, dass nach B4 einfach der Bauernzug nach A5 kommt. Aber das wissen die meisten von euch bestimmt schon aus dem Damengambit. Aber gut, E6. Ist die Möglichkeit, die man hier hätte spielen können, gefolgt von Springer auf F3. Und jetzt könnte Schwarz alle Eröffnungsprobleme in Anführungszeichen beheben, indem er einfach den Bauern auf C5 nimmt. Es könnte weitergehen mit C4, D schlägt C4 und wir haben so eine ähnliche Stellung wie in der Partie. Allerdings nach Springer BD2, die Damen will Weiß nicht tauschen, folgt einfach Läufer auf D7. Und wenn nun Weiß den Bauern auf C4 nimmt, folgt Läufer auf C6. Die kurze Rochade von Weiß, Springer auf D7 und es könnte weitergehen mit Dame auf E2. Eine ganz normale Partie entwickelt sich und Schwarz, denke ich, steht hier in keinem Fall schlechter als Weiß. Auch wenn das hier wie in der Partie recht seltsam aussieht, in die halboffene Linie hineinzurochieren für Schwarz, ist das doch eine sehr sichere Stellung. Der schwarze König könnte nach der Rochade jederzeit auf das Feld H8 gehen. Und wäre hier kein Angriffen eines schwarzfeldrigen Läufers ausgesetzt, denn der schwarzfeldrige Läufer von Weiß ist nicht auf dem Brett. Er könnte den Turm ganz einfach auf G8 ziehen und anschließend hier direkt angreifen. Also das ist eine Option, die auf jeden Fall
auf dem Brett ist. Hier haben wir auch schöne Läufer, die wirken. Ich denke, Schwarz hat in dieser Stellung selbst mit kurzer Rochade in die halboffene Linie überhaupt keine Probleme. Aber so kam es in der Partie nicht. Das hätte Kayakin so spielen können. Aber wie gesagt, hier geht es ums Abtasten. Hier möchte man nicht voreilig in irgendwelche forcierten, bekannten Varianten hineinrennen. Vielleicht hat sich der Gegner ja darauf vorbereitet. Hier will man am Anfang erstmal ganz solide Züge spielen und schauen, was will der Gegner überhaupt. Springer C6 hat Kayakin, wie gesagt, gezogen. Läufer auf B5 hat Carlsen hier gespielt und hier dachte Kayakin sage und schreibe 20 Minuten nach, bevor er seinen nächsten Zug ausführte. Diesen Läuferzug nach B5 habe ich in nur einer einzigen Partie gefunden in meiner Datenbank. Er wurde von der Elite des Schachs, ich sag mal Spieler über 2,6, 2,7, bisher überhaupt nicht aufs Brett gebracht und damit hatte Kayakin wohl nicht gerechnet. Und auch hier entschied sich Kayakin wieder für absolut solides Spiel E6. Hat er hier gezogen, macht nichts kaputt und Carlsen antwortete mit C4. Also Carlsen war hier bestimmt noch in seiner Vorbereitung drin, aber Kayakin, der ließ sich nicht aus der Reserve locken, hat ganz nüchtern die Partie heruntergespielt, sich auf keine Komplikationen eingelassen. D schlägt C4 und nun Springer auf D2. Es ist klar, dass Weiß hier nicht die Damen tauschen möchte. Weiß möchte hier dann doch ein bisschen Spiel noch auf dem Brett haben und auf jeden Fall keine Figuren tauschen. Das wäre, wenn man sich ein paar Varianten nach dem Damentausch anzeigt, auch nicht so richtig gut für Weiß. Läufer schlägt C5 und Springer G auf F3. Eine Figur wird weiterentwickelt und Weiß, der hebt sich die Option auf, den Bauern auf C4 zu nehmen. Das kann er ja mit einem Springer machen, aktuell mit einem Läufer machen. Aber hier ist keine Eile angesagt. Hier hat Weiß alles im Griff und Schwarz, der wartet auch einfach nur ab. Jetzt die kurze Rochade von Schwarz, das sieht, wie gesagt, sehr komisch aus für viele von uns. Das heißt doch, Mensch, der König, der kann doch nicht einfach in so eine halboffene Linie hineinrochieren, aber das ist hier nicht schlimm. Hier ist, wie gesagt, kein schwarzfeldriger Läufer auf dem Brett, der dem Schwarzen Probleme machen könnte. Stellen wir uns vor, hier würde ein schwarzfeldriger Läufer stehen, dann sehe die Sache doch recht anders aus. Aber ansonsten ist das hier gar nicht mal so schlecht. Der schwarze König ist sicher. Er kann, wie gesagt, hier auch auf das Feld H8 gehen und vielleicht in Zukunft mittels Turm auf G8 hier für Probleme sorgen. Das ist so eine Grundidee, aber das, wenn man die Eröffnung kennt, ist für Weiß absolut kein Problem. Carlsen hat hier auch rochiert. Es ging weiter mit Springer auf A5. Und mit diesem Zug ist bereits klar, was Kayakin vorhat. Kayakin möchte natürlich einige Figuren tauschen, möchte die Stellung vereinfachen. Eine interessante Alternative ist es vielleicht hier einfach, den Bauern nach C3 zu ziehen. Und das würde, nachdem Weiß diesen Bauern hier auf C3 nimmt, doch sehr interessantes Spiel geben für das Läuferpaar von Schwarz. Denn so ein Bauer auf C3, der sehr vereinzelt da rumsteht, kann doch schnell zum Ziel werden, kann man angreifen. Natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass Schwarz hier auch eine sehr, ja, desolate Bauernstruktur hat, die im Moment noch keine Probleme verursacht, aber vielleicht zukünftig zu Problemen führen kann. Hier wäre, wie gesagt, die Möglichkeit vorhanden gewesen, für Schwarz auch dem Weißen zwei vereinzelte Bauern zu bescheren. Aber das wollte Sergei Kajakin nicht. Er hat hier nicht den Bauern nach vorne geschoben, er hat hier den Springer auf A5 gezogen. Das forciert praktisch den Tausch von Figuren. Turm auf C1. Ein ganz logischer Zug und jetzt Läufer auf E7. Ein sehr sicherer Zug, der Läufer zieht sich hier zurück. Eine andere Alternative bestand darin, hier einfach den Bauern nach A6 zu ziehen. Der Läufer würde nun auf C4 schlagen, es käme zu dem Figurentausch, der Turm nimmt zurück und Läufer auf E7 hält alles dicht. Und wenn wir uns diese Stellung anschauen, dann sehen wir, dass hier Weiß doch sehr aktiv spielen muss. Er muss hier irgendwas finden, was einem Angriff ähnelt. Denn wenn hier mal diese beiden Läufer in Fahrt kommen, dann kann Weiß doch sehr viele Probleme bekommen. Also so richtig aktives Spiel sehe ich von Weiß hier nicht. Und das Läuferpaar von Schwarz, das käme in dieser Art von Stellung doch sehr schnell zur Geltung. Muss nicht schlimm sein, aber ist zumindest mal etwas problematisch für Weiß. Es ging allerdings nicht weiter mit A6. Hier hat Sergei Kajakin alles sehr sicher gespielt, den Läufer zurückgezogen auf das Feld E7 und Dame
auf C2. Noch immer will Carlsen diesen Bauern nicht schlagen. Läufer auf D7, die Antwort von Sergei Karjakin. Und das deutet es schon an. Hier ist Sergei Karjakin absolut zufrieden mit einem Remis. Der Läufer wird genommen von Weiß. Die Dame nimmt zurück und nun Dame auf C3. Ein sehr, sehr interessanter Zug. Viele haben eigentlich damit gerechnet, dass hier der Bauer einfach genommen wird. Dame auf C3, das greift zum einen den Bauern auf A5 an und zum anderen schielt die Dame auch sehr gut auf den Bauern auf F6. Also kein schlechter Zug. Aber Karjakin, der spielt hier absolut solide, lässt sich nicht ein X für ein U vormachen. Er zog hier die Dame nach D5. Absolut grundsolide, deckt alles ab, schwächt nicht seine Stellung. Er deckt damit den Springer auf A5 ab und zusätzlich noch den Bauern auf C4, was wiederum dafür sorgen könnte, dass hier noch mehr Figuren getauscht werden. Eine Alternative war es hier, den Bauern nach B6 zu ziehen. Das sieht prinzipieller aus. Es könnte hier weitergehen mit Springer auf E4. Auf Springer schlägt C4, folgt einfach Turm AC8. Aber Springer E4 ist der Zug, den man hier wahrscheinlich spielen würde. Hier sieht man, dass der Bauer nun doppelt angegriffen ist. Und es könnte hier weitergehen mit E5, Turm FD1, greift die Dame an, die Dame geht nach E6 und Springer auf G3. Und wie ist diese Stellung zu bewerten? Weiß hat hier meiner Meinung nach genügend Kompensation für den geopferten Bauern, aber man muss ja auch wirklich sagen, Schwarz hat hier einen gesunden Mehrbauern. Und das ist dann doch schon ein gewisses Risiko, was man in einer ersten Partie nicht eingehen will. In einer ersten Partie der Weltmeisterschaft, da will man solide spielen, da will man den Gegner abtasten, man will schauen, wie ist er drauf, was will er spielen, was ist sein Repertoire, was ist seine Vorbereitung, aber man will hier nicht sofort ans Eingemachte gehen. So kam es, wie gesagt, in der Partie nicht, es wäre eine Option gewesen, würde für Ungleichgewicht sorgen, ein Mehrbauer gegen Kompensation, aber warum soll sich Carlsen auf sowas einlassen? Dame D5, wie gesagt, sehr solide. Und jetzt Springer schlägt C4. Nun also doch, der Bauer wird von Weiß geschlagen. Und da muss man auch zu sagen, dass Weiß auch nicht viel Möglichkeiten hatte, hier noch irgendwas zu verbessern, hier noch weiter zu warten mit dem Bauern schlagen. Es ging ja weiter mit Springer schlägt C4, Dame schlägt C4. Und nun verschwinden ziemlich viele Figuren vom Brett. Es war hier auch möglich, in dieser Stellung direkt den Turm F nach D1 zu ziehen. Das wäre im Sinne von Komplikationen sehr, sehr richtig gewesen. Hier würde die Dame beispielsweise nach B5 gehen und wenn jetzt der ganze Abtausch folgt, Dame schlägt C4, Turm schlägt C4, dann haben wir bereits einen Turm auf D1 installiert und das würde die Partie, so wie wir sie bisher gesehen haben, doch etwas ändern. Es könnte weitergehen mit Turm F auf C8 und Turm D auf C1. Es würde weiter zum Abtausch kommen und wir haben am Ende dann wohl doch dieselbe Stellung auf dem Brett, wie wir sie in der Partie sehen. Gut, wir gehen zurück. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, hier noch ein bisschen Züge hineinzuschieben, aber es ändert dann wohl doch nichts an der Struktur der Stellung. Dame schlägt C4, Dame schlägt C4 und Turm schlägt C4 und jetzt Turm F auf C8. Und Turm F auf C1, im Prinzip so, wie wir es eben gesehen haben. Es wird ein weiteres Paar Figuren getauscht, es wird immer weniger auf dem Brett. Und man könnte sagen, okay, als Anfänger, hier hat Schwarz eine Bauerninsel, zwei Bauerninseln, drei Bauerninseln und Weiß lediglich zwei Bauerninseln. Aber das macht hier in dieser Stellung relativ wenig aus. Hier sind genau die richtigen Figuren auf dem Brett für Schwarz und für Weiß, um diese Stellung absolut remis zu halten. Also hier in dieser Stellung mit dem schwarzfeldrigen Läufer kann Weiß nicht viel Fortschritte machen. Turm auf D8 wurde gespielt. Ich denke, die Drohung ist sehr eindeutig. Schwarz möchte den Weißen matt setzen. Und hier hat Weiß zwei Möglichkeiten, dem entgegenzugehen. Also der Turmzug zurück wäre hier natürlich keine wirkliche Option. Das sieht nicht gut aus. Hier gibt es zwei bessere Alternativen. Die eine ist es hier, einfach den König nach F1 zu ziehen. Das kam so in der Partie nicht. Es könnte weitergehen mit Turm auf D7, ein Pflichtzug, denn Weiß drohte hier ja selbst auf die siebte Reihe zu gehen und den Bauern abzugrasen mit Angriff auf den Läufer E7.
Turm D7 musste hier praktisch gezogen werden und König auf E2. Das sieht so ähnlich aus wie in der Partie, aber Carlsen, der hatte hier lange überlegt und hatte eine andere Idee. Er zog hier den Bauern nach G3. Turm auf D7 wurde trotzdem gespielt, ist auch verbindlich und König auf F1. Das ist die Marschroute, die der König annimmt. Der König wollte hier nicht über G2, doch recht abseits in der Partie stehen. Hier kommt er nicht groß weiter. Nein, König F1 ist hier schon richtig. Mit König E2 wird dann der König direkt ins Zentrum kommen und da will er ja hin im Endspiel. F5 wurde hier gezogen von Kajakin und König auf E2. Eine Alternative gab es noch und zwar Springer auf E5. Das greift den Turm direkt an, aber er zieht einfach hier den Turm nach D5 und Weiß kommt hier nicht weiter. Gut, König E2 wurde gezogen. Alles sieht doch schon sehr nach Remis aus. Ich glaube nicht, dass man auf diesem Level noch große Fehler machen kann in so einer Art von Stellung. Ich denke, beide wissen, wie sie diese Stellung zu behandeln haben. Läufer auf F6, das ist ein super Platz für den Läufer. Er dominiert hier direkt auf der langen Diagonalen und hat hier alles im Griff. Auch der Springer wird hier dominiert. Das heißt, der Springer, der hat nicht viele Felder zur Auswahl. Also er könnte hier nicht mal so eben auf eines dieser Felder springen, ohne irgendwelche Probleme zu bekommen. Aber das will Carlsen auch nicht. Carlsen ist ja bekannt dafür, dass er Wasser aus Steinen presst. Aber in dieser Stellung, da gibt es doch recht wenig Alternativen, recht wenig Möglichkeiten, die Stellung zu verkomplizieren. König F8 von Kajakin gezogen. Und einige Kommentatoren haben hier bereits gesagt, dass dies der erste Moment ist, in welchem Weiß so etwas wie einen leichten Vorteil hat. Also eine leichte, vorteilhafte Stellung. Er hat die aktiveren Figuren und hat mehr Möglichkeiten, diese Stellung zu spielen, diese Stellung zu gestalten. Ich bin da allerdings nicht der Meinung, dass das jetzt so ein großer Vorteil sein soll. Ich denke ich auch, dass Weiß hier sehr schöne Optionen hat, aber will man mit Weiß hier den vollen Punkt holen, braucht man schon ordentlich Hilfe von Schwarz. Also von selbst spielt sich diese Stellung mit Weiß auf keinen Fall. Es ging hier weiter mit dem Bauernzug nach H3 und eine Idee ist es hier, direkt den Bauern nach G4 zu ziehen und sollte es zu einem Abtausch kommen, hat man hier die Option, den Bauern nach G5 zu ziehen, aber das unterbindet Kajakin direkt mit seinem nächsten Bauernzug, Bauer auf H6. Und damit erstickt Kajakin jede Idee, die hier Weiß haben könnte, am Königsflügel irgendwie für Probleme zu sorgen. Hier geht es nun überhaupt nicht mehr weiter für Weiß. Eine andere Möglichkeit war es hier wirklich auch den König auf E7 zu ziehen und zu sagen, okay, soll er doch kommen am Königsflügel, aber warum sollte Kajakin hier nicht einfach den Bauern nach H6 ziehen? Remis ist ein gutes Ergebnis mit den schwarzen Steinen in so einer Weltmeisterschaft und warum sollte Kajakin das nicht zulassen? Springer auf E1, ganz klar, der Springer, der will hier auf das Feld D3, da sieht er doch recht aktiv aus. Jetzt aber König auf E7, Springer auf D3 und König auf D8. Und jetzt F4 in dieser Stellung. Schauen wir uns kurz an, was passiert wäre, wenn Carlsen hier nun den Bauern nach G4 gezogen hätte. Hier könnte Schwarz den Bauern einfach rausnehmen. H schlägt G4 und nach Turm auf C7 würde das ganze Ding absolut ins Remis abgleiten. König auf D6, König auf E4, Zentralisierung des Königs. Aber nach Läufer auf C3 ist es für Weiß absolut schwierig, hier nur irgendwie voranzukommen, Fortschritte zu machen. Hier würde man sich wahrscheinlich sehr schnell die Hand reichen und das Remis vereinbaren. Also so geht das hier nicht mit G4. Eine Remis-Variante, das hat Carlsen auch gesehen und man sah es Carlsen an. Er wollte hier nicht G4 spielen. Er hat versucht, irgendwie doch noch irgendwas aus der Stellung rauszuholen. Und es wäre ja auch nicht das erste Mal gewesen, dass Carlsen aus einer absoluten Remis-Stellung dann doch noch den vollen Punkt rausholt. Weiß hat nun aber den Bauern nach F4 gezogen. H5 war die Antwort von Kajakin. Und ich denke, dass Schwarz den Turmzug nach C7 nun nicht mochte. Hier werden einfach die Türme getauscht. Und nach König F3, König auf D6, E4, F schlägt E, König schlägt E, denke ich, dass in dieser Stellung der Schwarze doch noch einige Probleme
bekommen könnte. Das ist nicht so ganz klar. Der Springer ist gerade in dieser Art von Stellung sehr, sehr listig, kann hier ganz schnell für Ärger sorgen, angreifen. Denn in dieser Stellung, da steht der Bauer doch schon ziemlich alleine auf H6 und es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieser angegriffen werden kann. Man könnte hier vielleicht sogar irgendwann einmal davon träumen, einen Freibauern zu bilden, vielleicht durch ein Opfer. Und anschließend hat man hier auf der H-Linie einen entfernten Freibauern. Aber das sind alles, ich nenne es mal Spinnereien, die einem so durch den Kopf gehen. Ich bin mir sicher, dass Krajakin das nicht wollte. Warum soll er das zulassen? Er hat hier den Bauern nach H5 gespielt, die Türme noch nicht getauscht und Carlsen antwortete mit A4. Und hier sieht man auch schon nach diesem Zug, wie schwer es für Weiß ist, in dieser Stellung Fortschritte zu machen. Aber wir kennen ja Carlsen, der versucht echt alles aus der noch so remisesten Stellung herauszuholen. Weiter ging es mit Turm auf D5, Springer auf C5, B6, der Springer ist angegriffen und nun Springer auf A6. Und in solchen Momenten muss man schon ab und zu ein bisschen aufpassen, dass nicht plötzlich der Springer eingekesselt ist und abgeholt werden kann. Aber das ist hier nicht der Fall. Hier hat Weiß alles im Griff. Läufer auf E7. Eine Alternative war es vielleicht hier auch, den Bauern nach B5 zu ziehen. Wäre bestimmt keine uninteressante Stellung geworden. Aber warum soll Karjakin die Sachen forcieren? Er kann hier einfach den Läufer nach E7 ziehen, hat die Stellung komplett im Griff und nun Springer auf B8. Ja, der Springer, der hat eine richtig lange Reise hinter sich, ist nun auf dem Feld B8 und Karjakin zog den Bauern nach A5. Nun ist die Stellung wirklich dicht. Springer auf C6, Schach. Der König geht nach E8 und Springer auf E5. Der Springer ist zurückgekehrt, steht auf E5 richtig gut, also zumindest mal optisch, hat hier ziemlich viele Felder des Brettes unter Kontrolle, aber so richtige Fortschritte kann Weiß auch mit so einem tollen Springer nicht machen. Läufer auf C5 wurde noch gespielt und es ging weiter mit Turm auf C3. Wir nähern uns langsam dem Remishafen. König auf E7, Turm auf D3, nun aber doch, die Türme werden getauscht. Es wurde noch F6 gespielt, der Springer angegriffen. Hat er es gesehen? Natürlich. Carlsen gab das Schach auf C6, lässt sich natürlich nicht so einfach den Springer rausnehmen. Und der König greift direkt auch diesen Springer an und der zog nach D4. König auf D5, ein aktiver König, aber Springer auf B5 beendet alle Träume von Schwarz auch, hier irgendwie noch die Partie zu gewinnen. Also ich denke, die nächsten Züge, die hätte man sich auch sparen können. König auf C6, der Springer gibt nochmal Schach. König auf D6 weicht der Zugwiederholung aus, um vielleicht Carlsen noch ein bisschen zu ärgern. Aber Springer auf B5 gibt nochmal das Schach. König auf D7 weicht nochmal der Zugwiederholung aus. Springer auf D4 wieder zurück. Und nach König auf D6 hat man sich die Hände gereicht und die Partie ging Remis aus. Eine nicht sehr eindrucksvolle Partie, von beiden Seiten sehr verhalten gespielt. Beide haben sich noch so ein bisschen rangetastet. Der etwas mutigere war meiner Meinung nach Magnus Carlsen, der mit der Trompowski-Eröffnung doch wirklich Akzente gesetzt hat für diesen Weltmeisterschaftskampf. Eine ungewöhnliche Eröffnung. Und diese Eröffnung hat Sergei Karjakin doch sichtlich irritiert. Allerdings, er hat das ganz souverän zu Ende gespielt, hat ganz klar sichere Züge, solide Züge gemacht und den Weißen dann doch einfach auflaufen lassen. Am Ende ist, denke ich, das Remis das logische Resultat nach so einer Partie. Vielleicht hätte hier und da Schwarz die Partie noch etwas verschärfen können, in der Eröffnung eine andere Variante wählen können. Aber warum soll man sich auf irgendwelche Scharmützel einlassen? Man will ja erst einmal den Gegner abtasten. Man will schauen, in nichts Forciertes hineinlaufen. Und da sind sichere Züge, sichere Varianten mit Sicherheit die bessere Wahl. Somit zu dieser ersten Partie kein Feuerwerk. Aber ich bin mir sicher, da kommen noch einige Partien, bei welchen wir vor Freude mit den Händen klatschen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.